Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Heute möchte ich euch meine Neuzugänge vom September und Oktober einmal vorstellen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bei mir ist einiges Neues eingezogen. Ich muss mal gucken, wo ich es gleich alles hinstelle. Und zwar angefangen mit einem zweiten Teil. Die Wortweberin Geheimnisse und Glut von Elvira Zeisler, der zweite Teil dieser Reihe, in der ersten Auflage mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Hier ist es Romantasy. Ich habe den ersten Teil bereits gelesen und er hat mich wirklich überzeugt. Eine tolle Geschichte über eine junge Frau, die in zu Feinden muss und die infiltrieren soll, sich dann dort aber verliebt. Und sie hat eben, ihr Zauber ist Wortmagie, sie kann mit ihren Worten eben Dinge heraufbeschwören. Finde ich richtig cool, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist eine Trilogie und der dritte Teil kommt demnächst raus. Als nächstes bei mir eingezogen ist Crystal Crone von Elise Kova. Das ist der fünfte und finale Band der Reihe Die Chroniken von Solaris. Ich habe die ganze Reihe jetzt auch gelesen, also habe auch den fünften Teil schon gelesen und die Reihe damit beendet. Ich habe das hier auch in der ersten Auflage mir geholt mit diesem wunderschönen Farbschnitt, damit die bei mir im Regal auch alle zusammenpassen. Und auch hier hat mir die Geschichte richtig gut gefallen. Ich muss aber noch vom vierten und fünften Teil noch die Reihenvorstellung machen und beenden. Ja, dann habe ich noch mir geholt The Broken Elf King, der zweite Teil dieser Reihe von Leia Stone. Ist auch, also die Reihe, auch im Erstauflage mit diesem wunderschönen Farbschnitt habe ich ihn mir gekauft. Es ist theoretisch, also ich habe hier den ersten Teil von der Reihe schon gelesen und es sind in sich abgeschlossene Geschichten, aber es spielt alles in einer Welt und ist dann halt auch verknüpft miteinander. Also im ersten Teil ging es um den Drachenkönig und seine, ja, Geliebte oder und die, in die er sich verliebt. Und hier geht es eben um den Elfenkönig und ja, ist eben Romantasy, also auch in um die Frau, in die er sich halt verliebt. Und ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Bände. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, dass es noch einen Wolfkönig gibt. Und einen Fey. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt auf jeden Fall noch mindestens 2 andere. Ich weiß aber, ich bin mir noch nicht sicher. Mich hat der erste Teil, ich habe den zwar ganz gut gemocht, war was einfach zwischendurch, aber ich muss gucken, wie ich den zweiten Teil finde. Ich weiß nicht, ob ich die Reihe dann weiterlesen werde. Dann habe ich mir noch Morrigan geholt von Mary E. Pearson. Das ist eine Vorgeschichte, auch mit diesem wunderschönen Farbschnitt in der Erstauflage. Das ist eine Vorgeschichte von einer Reihe, die sie rausgebracht hat. Und zwar Die Chroniken der Verbliebenen hieß das und Die Chroniken der Hoffnung, das gehörte zusammen, spielt alles in einer Welt und das spielt auch in derselben Welt und ist die Vorgeschichte. Da ich diese Reihe total geliebt habe von ihr, musste ich mir unbedingt auch die Vorgeschichte holen. Ja, dann habe ich noch House of Pounding Hearts von Olivia Wildenstein. Kingdom of Crows ist hier die Reihe und das ist der zweite Teil. Ich habe mir das auch hier in der Erstauflage mit diesem hübschen Farbschnitt geholt. Der erste Teil ist bei mir, ich habe ihn aber noch nicht gelesen. Ich kenne von der Autorin noch nichts. Ich kann noch nicht sagen, wie es mir gefallen wird. Dieses Schätzchen hier, The Blackbird Oracle von Deborah Harkness, habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen von der Verlagsgruppe Random House und den Penhaligon Verlag. Hier einmal dieser hübsche Buchschnitt dazu. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich kenne von der Autorin noch nichts. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es leider
ja, eine Vorgeschichte von dieser gibt. Also, dass es eine Trilogie gibt, in der schon die beiden Hauptprotagonisten, die auch hier eine Rolle spielen, drin vorkommen und wo ja die schon eine Geschichte da erlebt haben und hier geht es eben weiter mit den beiden. Ist zwar ein bisschen blöd, hat man auch, ich habe das auch teilweise schon ein bisschen gemerkt, aber ist nicht schlimm, ist mir jetzt auch egal und bis jetzt, ich habe das Buch nämlich schon angefangen, bis jetzt gefällt mir die Geschichte trotzdem wirklich sehr gut. Des Weiteren habe ich noch das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte, von Walter Mörs bekommen. Auch als Rezensionsexemplar habe ich das zur Verfügung gestellt bekommen von der Verlagsgruppe Random House und dem Penguin Verlag. Da habe ich mich auch riesig drüber gefreut, weil ich ein riesiger Walter Mörs-Fan bin. Und hier gibt es, und hier ist ein neues Buch von ihm, wo 20 zermonische Fabeln drin vorkommen. Ich habe es auch schon gelesen. Und es hat mir sehr gefallen. Ich sage mal, die eine Kurzgeschichte, ist eine Kurzgeschichten, die eine Kurzgeschichte vielleicht ein bisschen besser als die andere, aber trotzdem haben sie wieder einen sehr schwarzen Humor hier, den ich richtig gut fand. Dann habe ich mir noch Fate of the Sun King geholt von Nisha Tuli. Das ist die Artefakte von Uranus und das ist der dritte Teil dieser Reihe. Es gibt vier Teile insgesamt. Hier habe ich auch mit Farbschnitt in der Erstauflage mir geholt. Und hier muss ich sagen, freue ich mich schon sehr auf die Reihe, die anzufangen. Ich habe sie aber noch nicht begonnen. Also ich weiß noch nicht, wie es mir gefallen wird. Aber es ist auch Romantasy und geht, glaube ich, um Fae. Als nächstes ist bei mir eine komplette Reihe eingezogen, die ich schon vor längerem bestellt hatte. Und zwar ist es die Prison Healer-Reihe von Lynette Nohni. Das sind Sonderausgaben von der Bücherbüchse. Die habe ich mir bestellt. Ich kannte die Reihe ja schon länger, wollte sie auch immer mal haben. Und als sie dann hier als Sonderedition rauskam, habe ich sie mir dann eben geholt. Mit diesem hübschen Farbschnitt hier ist auch immer noch hier drunter eine hübsche Gestaltung. Ist dann auch noch mal ein Bild, also man könnte es auch wenden und dann die andere Seite dann verwenden, um sich das ins Regal zu stellen. Ich fand aber die anderen Cover finde ich irgendwie schöner. Diese hier gefallen mir irgendwie viel besser. So, das ist der erste Teil ist Schattenheilerin. Dann haben wir hier noch die Schattenrebellen mit diesem hübschen Farbschnitt und dann noch die Schattenerbin, glaube ich. Genau, die Schattenerbin. Huch. Und mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Gefallen mir wirklich sehr gut. Hier haben wir noch diesen Druck hier drunter. Und wie gesagt, das sind auch die anderen sind auch Wendecover und einmal so. Ich bin sehr gespannt, weil ich diese Reihe ja auch schon die ganze Zeit gerne einmal lesen wollte und auch sehr viel Gutes darüber gehört habe. Weiter geht's mit Dark Star Burning, das letzte Kaiserreich von Amelie Wensau, ist auch der zweite und finale Band dieser Reihe mit diesem wunderschönen Farbschnitt, was ich mir von der Bücherbüchse als Sonderausgabe bestellt hatte. Ich habe die Reihe noch nicht angefangen, kann sie jetzt aber mit dem Finale hier dann auch beenden. Dann habe ich noch ein Buch gewonnen, tatsächlich. Ein Buch, was ich auch schon in anderer Auflage bei mir habe, und zwar Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Das ist der erste Teil von Die Chroniken der Verbliebenen. Es wurde ja nochmal neu aufgelegt in diesen Hardcover-Ausgaben mit einem Farbschnitt. Und hier diesen ersten Teil habe ich tatsächlich gewonnen. Ich werde dann auch nochmal die Accounts einblenden, die Instagram-Accounts, von wem ich diese hübsche Ausgabe gewonnen habe. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Auch wenn ich die Geschichte schon kenne, finde ich, sind die Ausgaben wirklich sehr hübsch geworden.
Als nächstes ist noch eine Sonderausgabe bei mir eingezogen, auch von der Bücherbüchse, und zwar Gilded von Marissa Meyer. Der erste Teil auch einer Dilogie hier mit wunderschönem Farbschnitt. Also der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und auch hier, das Cover ist ein anderes und das finde ich auch richtig schön. Denn das eigentliche Cover ist auch das hier, was hier drunter ist. Ist zwar auch sehr hübsch, aber irgendwie gefällt mir das Weiße doch ein bisschen besser. Dann haben wir hier drunter noch hübsch verziert und dann auch Bilder. Einmal vorne und einmal hinten. Ja, es kommt noch eine es kommen jetzt noch ein paar Sonderausgaben, alle auch von der Bücherbüchse. Einmal von Laura Sebastian, Thrones and Curses, der zweite Teil, Für die Krone geboren. Das ist ja eine dreiteilige Reihe. Ich habe diese Reihe noch nicht angefangen. Das ist der Farbschnitt. Ich habe aber schon von der Autorin die Ash-Princess-Reihe gelesen, was mir unglaublich gut gefallen hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass mich diese Reihe hier enttäuschen wird. Und hier sind die Endpapers. Einmal vorne und einmal hinten. Es geht hier um drei Schwestern, die in verschiedene Königreiche entsandt werden, um da die Könige, Prinzen, wie auch immer, zu heiraten, um dann auch das Königreich zu übernehmen. Ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird. Dann habe ich hier noch The Curse for True Love mir bestellt als Sonderausgabe von Stefanie Garber, der dritte und finale Band. Auch von der Autorin habe ich noch nichts gelesen, deswegen freue ich mich schon sehr auf die Reihe und ich habe sie noch nicht angefangen, kann sie jetzt ja aber mit dem dritten Teil auch endlich mal anfangen und dann auch tatsächlich beenden. Mit diesem hübschen Farbschnitt. Und auch hier habe ich bei der Reihe schon sehr viel Gutes gehört. So sieht das dann aus unter dem Buchumschlag. Und so sehen die Bilder hier drinnen aus. Auch sehr hübsch. Ich freue mich auch schon sehr, diese Reihe endlich anfangen zu können. Dann ist bei mir Powerless angekommen, die Flucht von Lauren Roberts. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich auch bestellt, der ist aber bei mir noch nicht angekommen. Und zwar haben wir einmal hier diesen wunderschönen Farbschnitt. Finde ich auch richtig cool. Ich habe schon Gutes und weniger Gutes über diese Reihe gehört. Ich bin gespannt, wie mir sie gefallen wird. Einmal so sieht es unter dem Buch aus. Das sieht man schlecht leider. Weil das so silber gehalten ist. Dann andersrum kann man das auch. Also Wendecover. Und das Bild so vorne und hinten. Sieht schon mal sehr interessant aus. Aber wie gesagt, das ist der zweite Teil. Ich brauche erstmal noch den ersten Band, bevor ich die Reihe dann anfangen kann. Müsste eine Trilogie sein. Als nächstes ist eine Reihe wieder bei mir eingezogen, eine zweiteilige, eine Dilogie. Und zwar habe ich mir Fable, Der Gesang des Wassers, den ersten Teil von Adrienne Young bestellt und auch den zweiten Teil gleich dazu, Fable, Das Geheimnis der Mitternacht. So sehen die beiden aus. Ich finde es total cool. Vorne. Finde ich auch, sind richtig, richtig schöne Cover. Es ärgert mich hier ein bisschen, dass tatsächlich die Schrift schon abgeht. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Ich habe da wirklich aufgepasst. Und das gefällt mir aber total gut. Und das ist der Farbschnitt, also ist auch Sonderausgabe von der Bücherbüchse. Finde ich auch richtig schön. Und hier habe ich tatsächlich auch beide Teile schon gelesen, weil ich irgendwie richtig Lust drauf hatte. Ich finde die Autorin total toll. Ich habe schon ein Buch von ihr gelesen. Das Herz der Kämpferin hieß das, glaube ich. Es hat mir richtig gut gefallen. War ein Einzelband.
Ich habe noch einen Nachfolger davon, aber der kam nur auf Englisch raus. Deswegen ist das tatsächlich auch mein einziges englisches Buch, was ich habe. Und hier habe ich mich riesig gefreut, dass hier wieder was von der Autorin rauskommt oder auf Deutsch übersetzt wird. Und ich konnte es einfach nicht erwarten und habe es dann schon angefangen und auch schon durchgelesen. Und die Geschichte hat mir auch richtig gut gefallen, aber ich will noch mal eine Reihenvorstellung davon machen. Ich komme jetzt zum letzten Buch, was bei mir noch eingezogen ist. Es ist auch ein Rezensionsexemplar, worüber ich mich riesig gefreut habe, weil es auch von einer Autorin ist, die ich richtig gut finde. Und zwar ist es Vespertine, die Das Geheimnis der dunklen Priesterin von Marguerite Rogerson. Wie man sehen kann, ich habe schon ein ganz klein bisschen angefangen, aber ich habe auch noch andere Bücher oder ein anderes Buch, was ich erstmal beenden möchte. Aber wie gesagt, ich finde die Autorin richtig gut. Ich habe Rabenprinz von ihr gelesen und Der dunkelste aller Zauber. Und ich finde ihre Geschichten, ihre Charaktere einfach nur toll und freue mich halt schon sehr auch über dieses Buch. Ich habe es von der Verlagsgruppe Random House zur Verfügung gestellt bekommen und vom CBJ Verlag und habe mich riesig drüber gefreut. Das sind alle meine eingezogenen Bücher vom September und Oktober. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was so alles bei euch eingezogen ist oder ob ihr auch von den Büchern, die ich euch eben gezeigt habe, schon irgendetwas kennt oder gelesen habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss.